Erstes Buch, 12. Kapitel. Von welcher Wichtigkeit es ist, auf die Religion Acht zu haben und dass Italien, weil es durch Schuld der römischen Kirche um dieselbe gekommen, zugrunde gegangen ist. Die Fürsten oder die Republiken, welche sich unverderbt erhalten wollen, müssen vor allem anderen die religiösen Gebräuche unverderbt erhalten und immer die Verehrung für dieselben bewahren. Denn man kann kein stärkeres Anzeichen für den Verfall eines Landes haben, als den Gottesdienst missachtet zu sehen. Dies ist leicht zu erkennen, sobald man eingesehen hat, worauf sich die Religion, in der der Mensch geboren ist, gründet. Jede Religion hat nämlich den Grund ihres Lebens in irgendeiner Einrichtung, welche die Hauptsache bei ihr ist. Das Leben der heidnischen Religion war auf die Aussprüche der Orakel und auf den Stand der Auguren und Haruspices gegründet. Alle ihre übrigen Gebräuche, Opfer und Zeremonien hingen davon ab, denn man glaubte leicht, dass der Gott, der dir dein zukünftiges Wohl oder dein zukünftiges Wehe vorhersagen könne, es dir auch zu gewähren vermöge. Daraus entstanden die Tempel, daraus die Opfer, daraus die öffentlichen Gebete und alle anderen Gebräuche bei ihrer Verehrung, indem das Orakel von Delphi, der Tempel des Jupiter Ammon und andere berühmte Orakel die Welt in Staunen und Andacht hielten. Als diese aber in der Folge nach dem Sinne der Mächtigen zu reden begannen und dieser Betrug unter den Völkern ruchbar wurde, wurden die Menschen ungläubig und fähig, jede gute Einrichtung über den Haufen zu werfen. Die Fürsten einer Republik oder eines Königreichs müssen also die Grundpfeiler der Religion, die sie haben, aufrechterhalten. Wenn dies geschieht, wird es ihnen ein leichtes sein, ihren Staat religiös und völklich gut und einig zu erhalten. Und alles, was zu deren Gunsten sich ereignet, wenn sie es auch für falsch halten, müssen sie begünstigen und fördern und müssen dies umso mehr tun, je klüger und je bessere Kenner der Dinge in der Welt sie sind. Und da dieses Verfahren von den weisen Männern beobachtet worden ist, so ist daraus die Meinung von den Wundern entstanden, welche in den Religionen gefeiert werden, wenn sie gleich falsch sind. Weil die Klugen sie vergrößern, aus welchem Anfange sie auch entspringen mögen, und deren Ansehen ihnen dann bei jedermann Glauben verschafft. Solche Wunder gab es in Rom sehr viele, und unter anderem das, dass als die römischen Soldaten die Stadt der Veienta plünderten, einige von ihnen in den Tempel der Juno traten, und als sie sich dem Standbilde derselben näherten und zu ihm sagten, »Vis venire Romam?« Einer zu bemerken glaubte, dass sie zunickte, ein anderer, dass sie ja sagte. Da nämlich diese Menschen von Religion erfüllt waren, was Titus Livius daran zeigt, dass sie beim Betreten des Tempels ohne Lärm, ganz andächtig und ehrfurchtsvoll sich näherten, so glaubten sie die Antwort zu hören, welche sie auf ihre Frage etwa vorausgesetzt. Eine Meinung und Leichtgläubigkeit, die von Camillus und den anderen Häuptern der Stadt durchaus begünstigt und gefördert wurde. Wäre nun diese Religiosität unter den Fürsten des christlichen Staatswesens aufrechterhalten worden, gemäß den Anordnungen, die der Stifter desselben getroffen hatte, dann würden die christlichen Staaten und Republiken bei weitem einiger und glücklicher sein, als sie sind. Man kann aber keinen deutlicheren Schluss auf die Abweichung von derselben machen, als wenn man sieht, wie die Völker, welche der römischen Kirche, dem Haupt unserer Religion, zunächst wohnen, am wenigsten Religion haben. Und wer die Grundpfeiler derselben betrachtet und sehe, wie sehr der jetzige Gebrauch von denselben abweicht, der würde urteilen, dass zweifelsohne entweder ihr Untergang oder ihr Strafgericht nahe sei. Und weil einige der Meinung sind, dass das Gedeihen der italienischen Angelegenheiten von der Kirche Roms abhänge, so will ich dieser gegenüber die Gründe erörtern, die sich mir darbieten und darunter zwei der gewichtigsten anführen, die meines Erachtens keinen Widerspruch leiden. Der erste ist, dass infolge der bösen Beispiele jenes Hofes das Land alle Frömmigkeit und alle Religion verloren hat, was unzählige Übelstände und Unordnung nach sich zieht. Denn so wie man da, wo Religion ist, alles Gute voraussetzt, setzt man da, wo sie fehlt, das Gegenteil voraus. Wir Italiener haben also gegen die Kirche und die Priester die erste Verpflichtung dafür, dass wir irreligiös und schlecht geworden sind. Wir haben aber noch eine größere, welche die Ursache unseres Unterganges ist. Diese haben wir dafür, dass die Kirche dies unser Land geteilt gehalten hat und noch hält. Und wahrlich, kein Land war je einig oder glücklich, wenn es nicht ganz unter die Botmäßigkeit einer Republik oder eines Fürsten kommt, wie es bei Frankreich und bei Spanien geschehen ist.
und die Ursache, warum sich Italien nicht in derselben Lage befindet und gleichfalls eine Republik oder einen Fürsten hat, der es regiert, ist einzig die Kirche. Weil sie, obschon sie darin ihren Sitz hatte und weltliche Herrschaft besaß, nicht so mächtig und von solcher Kraft gewesen ist, dass sie den übrigen Teil Italiens hätte in Besitz nehmen und sich zum Fürsten desselben machen können. Andererseits aber ist sie auch nicht so schwach gewesen, dass sie nicht in der Furcht, die Herrschaft über das Weltliche zu verlieren, einen Machthaber hätte herbeirufen können, um sie gegen den, der in Italien zu mächtig geworden wäre, zu schützen, wie man in alter Zeit aus vielen Erfahrungen gesehen hat, als sie vermittelst Karls des Großen die Lombarden, die fast schon Könige von ganz Italien waren, daraus vertrieb und als sie in unseren Tagen mit Hilfe Frankreichs die Macht der Venezianer brach, darauf mit Hilfe der Schweizer die Franzosen hinaustrieb. Indem also diese Kirche nicht die Macht besaß, um Italien in Besitz nehmen zu können und auch nicht zugab, dass ein anderer sich derselben bemächtige, ist sie die Ursache gewesen, dass es nicht hat unter ein Haupt kommen können, sondern unter mehreren Fürsten und Herren gestanden hat, von denen solche Uneinigkeit und solche Schwächung ausgegangen ist, dass es dahin gebracht wurde, nicht nur den mächtigen Barbaren, sondern einem jeden, der es angriff, zur Beute zu werden. Dafür sind wir Italiener der Kirche verpflichtet und keinem anderen. Und wer durch sichere Erfahrung die Wahrheit noch handgreiflicher sehen wollte, der müsste so viel Macht besitzen, den römischen Hof mit der Gewalt, die er in Italien hat, zur Niederlassung in die Orte der Schweizer zu schicken, die heute das einzige Volk sind, das hinsichtlich der Religion sowohl als hinsichtlich der militärischen Einrichtungen nach der Weise der Alten lebt. Und er würde sehen, dass in kurzer Zeit die bösen Sitten dieses Hofes mehr Unordnung in jenem Lande stiften würden, als irgendein anderer Unfall, der sich jemals dort ereignen könnte.